dabei bei Cookinesi. Das Mal wird es nicht nur mega fein wie immer, sondern es wird auch noch gesund und es wird vegan. Ich bin beim Hermann und beim Matthias vom Zürcher Veganer Takeaway Roots zu Gast. Und die beiden die machen nicht nur mega feines Essen, sondern es gibt auch super Kaffee hier. Und ich liebe ihre Säfte und Smoothies. Und darum habe ich gedacht, ich komme doch mal zu ihnen und sie zeigen mir ein paar feine Rezepte. Genau, heute machen wir zwei Sachen. Mhm. Einerseits machen wir einen grünen Saft, wir nennen ihn heute Green Cookinesi. Und wir machen den Mandel-Kurkuma-Milch, die sogenannte Golden Milk. Mhm. Im grünen Saft haben wir Weizengras, Brokkoli, Ananas, Ingwer, Zitrone. Ja, ich glaube, Weizengras ist momentan ein riesiger Trend, das siehst du überall, oder? Weizengras ist sehr gesund, es hat zum Beispiel 60 mal mehr Vitamin C wie eine Orange. Es ist sehr reichhaltig Antioxidantien. Dann haben wir Brokkoli. Brokkoli ist vorbeugend gegen Krebs. Ingwer ist, stärkt das Immunsystem, ist eigentlich ein Schmerzmittel gegen vieles, also wenn du Bauchweh hast, etc. Hausweh, genau. Kann man nehmen für alles. Ja. Genau. Zitrone macht das Ganze rund das ganze Basis ab, auch wenn sie sauer ist. Mhm. Gibt einen guten basischen Touch in unseren Saft rein, weil wir nehmen im Alltag zu viel Säure auf, so oder so. Und Ananas ist noch zum Auffüllen mit Flüssigkeit und Fruchtsüsse. Aber sag jetzt Weizengras, mit dem kannst du jetzt schon Smoothies machen, oder? Genau, du kannst es abschneiden und reinmixen. Also du kannst es nicht nur entsaften, du kannst es auch mixen. Ist halt so, dass beim kaltpressten Entsaften oder beim Slow-Juicen, wie wir das hier machen, viel mehr Stoff erhalten bleiben wie beim Mixen, weil durchs Mixen wird das Ganze erwärmt und durch die Erwärmung verliert es natürlich auch Inhaltsstoff. Ja, natürlich. Yay, der Cookinesi, Green Juice. Röschli uns, danke vielmals. Zum Wohl. Yes, ich bin gespannt. mega Frühlingssaft. Perfekt. Müssen wir unbedingt ausprobieren. Das ist richtig gut. Was sind denn jetzt die trendigsten Superfoods momentan? Ich glaube, Kale ist schon langsam Federkohl, könnte langsam werden. Federkohl ist jetzt gerade aus der Saison raus, aber eben Weizengras ist sehr angesagt, auch so Sachen wie Spirulina, wo wir auch im Programm haben. Matcha-Tee ist natürlich schon länger bekannt, aber hat auch, ist auch sehr gesund. Goji-Berry, auch Kakao pur, wir haben so Kakao-Nips. Ist das? Das ja, sind zum Beispiel, genau. Kakao-Nips. Sie schmecken so ein bisschen bitter. Also es erinnert nicht so an das Kakaopulver, was man sich so zu Hause anrührt. Es sind halt Kakaobohnen wirklich. Aber das enthält halt wirklich sehr viele gesunde Fette und eben auch Bitterstoffe sind nochmal sehr wichtig für den Körper. Wir essen eh viel zu viel süß oder salzig oder sauer, aber bitter weniger. Also ich muss sagen, Jungs, 10 von 10 Punkte, super fein. Der Cookinesi Juice wird aufgenommen auf der Page als Rezept. Ist gut geworden, ja. Richtig gut. Was mir halt immer noch wichtig ist, ist, dass ich möglichst wenig Food Waste habe. Und darum tue ich die Reste, die hier übrig bleiben, ein bisschen mit Wasser vermengen. Und dann tue ich sie in so einen Eisbehälter rein, tue sie schön zu Cubes frieren. Und dann, wenn ich keine Früchte daheim habe, dann kann ich die einfach rausnehmen. Tue sie dann in den Mixer mit ein bisschen Agavendicksaft, dass die uns nicht so gerne hören. Sie nehmen lieber Datteln zum Süssen, ist auch super. Und dann auch noch wichtige Nährstoffe drin, wie auch immer ihr es machen wollt. Aber da kann man wirklich noch einmal super Smoothies machen und schmeißen nicht weg. Und jetzt zeigen wir noch etwas mit Datteln. Mandeln. Mit Mandeln, genau, wie bei den Datteln bleiben hängen. Also, dann legen wir los mit eurer Kurkuma-Mandelmilch. Ich glaube, momentan ein riesen Trend, hat er gesagt, oder? Ja, es ist so, dass Kurkuma sehr ein guter, also sehr im Aufwind ist, wenn man so will. Man kennt es auch als Gelbwurz. Medizinische Wurzeln in dem Sinn. Sie hilft gegen Alzheimer, gegen Krebs. Hat verschiedene gute Eigenschaften und darum entsprechend bei sehr vielen Leuten sehr beliebt. Und was mir aufgefallen ist, er hat die Mandeln eingeweicht. Ich habe noch nie Mandelmilch gemacht. Wieso? Muss man das immer machen? Es ist zu empfehlen, da einfach die Verarbeitung viel einfacher ist, wenn die Nüsse vorher eingeweicht sind, beziehungsweise werden die Nüsse dadurch wieder aktiv, sozusagen aktiviert, die Nährstoffe können besser aufgenommen werden, sowie die ungesättigten Fettsäuren, Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium werden einfach aktiviert und können vom Körper besser verarbeitet werden, beziehungsweise auch besser für die Verdauung. Ja. Das klingt doch super. Ja gut, dann schaut ihr mal zu, wie das Ganze funktioniert.
So, was wir jetzt hier machen, und das würde ich so empfehlen, wir lassen zuerst den Kurkuma durch den Saft. Mhm. Weil durch das sammelt sich die ganze Farbe, die wir nachher in der Mandelmilch haben, und es vermischt sich dann besser. Mhm. Also normalerweise macht man Mandelmilch ja im Blendtec oder also im Blender, mhm, im Mixer. Und du da hauptsächlich mit Wasser auffüllen, dann Mandel hinzu und dann wirklich mega lang mixen, ja, und dann durch Sieb streichen oder durchs Tuch passieren sozusagen. Genau. Und genau, da kommt jetzt wirklich das pure Mandelmus, ja, eigentlich raus, ne? Was man dann mit Wasser einfach von strecken muss. Ah, wenn wir jetzt, ja, da, oder so, Wasser reinlassen und dann haben wir eigentlich, genau, entsprechende Mandel-Kurkuma-Milch. Ich habe jetzt die Kurkuma-Mandelmilch aufgemixt mit Datteln und Vanille. Mhm. Und dann probieren wir doch gerade mal, wie das uns mundet. Ich bin gespannt. Kurkuma können nur vom indischen Essen. Röstli. Röstli. Zwoll. Tofu Scramble mit Kurkuma. Mm. Mega. Und ist Kurkuma gut. Hat so einen Geschmack, hat gut. Gut. Mm. Simple, fein und gesund. Gesund, das ist eben cool. Gesund. Und vegan. Und vegan sowieso und vegan, bei euch. Genau. Und was ich auch super finde, ist, du hast noch ein Rezept kreiert, eben auch noch mit der Rest. Genau, ich habe mir überlegt, wir haben ja vorher Zitronen durchgelassen beim Kukinesi-Juice. Mhm. Wir haben jetzt Mandeln durchgelassen, hier, mhm, bei der Kurkuma-Mandelmilch. Mhm. Und es hat sicher jeder schon mal Mandel-Zitronen-Gutzli gegessen. Und das Rezept ist sehr simpel. Mhm. Und das kann man mit dem sehr gut machen. Und so hast du eigentlich den Abfall, mhm, verarbeitet und es ist fein. Super, und das Ganze zeigen wir jetzt nicht an, es wird jetzt viel zu lang gehen. Darum habe ich euch das Rezept von Matthias hier verlinkt. Ihr seht auch noch gerade, wie es aussieht. Und alle anderen Rezepte, wie vom Juice und von dieser feinen Milch, seht ihr alles in der Infobox unten und das ist dort verlinkt. Hey Hermann, und du hast auch noch irgendetwas Frühlingshaftes vorbereitet, hast du gesagt? Richtig, ich habe einen Eiswürfel gemacht. Nicht einfach nur aus Wasser, sondern ich habe Gurke entsaftet. Das Ganze mit Minze in diese Eiswürfelform gemacht und tiefgefroren. Zusätzlich auch noch Zitrone entsaftet, komplett mit Schale, das gibt so den Zitrusgeschmack und Zitronenabrieb. Und die zwei Sachen sind einfach wirklich sehr gut für den Frühling geeignet. Einfach mit ein bisschen ins Wasser tun und ein bisschen Orangen dazu zum Beispiel und schon hat man ein wunderbares grünes Getränk. Wow. Einfach schön. Fresh. Ich bin daheim immer auch so kreativ und schön, wenn du etwas servierst. Ja. Aber alles. Roots High kommst, nein, nach 12 Stunden, ja, Arbeit, alles, ja, noch perfekt. Die High auch, ja. Dose auf und nein, Spaß. Jungs, danke vielmals. Es war wirklich super. Ich komme im Fall gerne wieder mal vorbei. Ich habe etwas zu euch lernen, habe wirklich viel Neues dazugelernt. Und kommt ihr unbedingt mal ins Roots schauen. Es ist wirklich immer fein. Und die netten jungen Herren hier werden euch sehr, sehr gerne verköstigen. Bis zum nächsten Mal bei Cookinesi und tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao, ciao.